Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Glenfarclas 2000. Glenfarclas ist eine Brennerei in der Speyside, hat in der Region ja die größten Brennblasen und ist familiengeführt. Ja, obwohl sie 3 Millionen Liter im Jahr brennen, das ist mehr als so manche konzerngeführte Brennerei. Probiert von Glenfarclas habe ich schon 10, 12, 18, 25 Jahre und den Jahrgang 1993. Ich blende euch rechts oben mal die Playlist ein, habt ihr die Übersicht. Heute habe ich wieder so eine Jahrgangsabfüllung, Vintage Bottling, wie sie es nennt, im Jahr 2000 gebrannt, in ehemalige Oloroso Sherryfässer abgefüllt und dann in die Flasche gepfercht, 15 Jahre später, im Jahr 2015, 46 Volumenprozente. Es gibt in der Standard Range ebenfalls einen 15-jährigen, sodass die Frage berechtigt ist, was denn der Unterschied zwischen den beiden Abfüllungen ist. Laut Herstellerangaben ist das hier der bessere 15-Jährige. Warum? Der normale 15-Jährige oder die Fässer, aus denen der normale 15-Jährige kreiert wird, die liegen in den Lagerhäusern auf dem Betriebsgelände und die Fässer, aus denen der hier kreiert wird, liegen im Whiskykeller der Familie Grant. Das sollen die ganz besonderen Fässer liegen. Ja? Mal gucken, 50 Euro kostet die Flasche. Der normale 15-Jährige kostet 40, ob er die 10 Euro Aufpreis wert ist. Ich habe ja den Verdacht, dass dieser Whiskykeller der Familie Grant auch dem Marketing zum Opfer gefallen ist, so wie es bei Beaumont die Number One Vaults, die Lagerhäuser unter dem Meeresspiegel sind. Da reift ja auch jeder Whisky da unten. Ja. Schauen wir mal. Was sie gemeinsam haben, ist die braune Flasche, dass man die Flasche, die Farbe des Whiskys nicht sieht. Allerdings hat der hier eine schöne Blechdose und der normale 15-Jährige hat eine Pappdose. Premium Edition Matured in Oloroso Sherry Casks. Ja, die Flasche kam für den deutschen Importeur raus. Deswegen steht hier hinten auch alles schön auf Deutsch oder sagen wir mal Denglisch. Für diese Edition wurden ganz besondere Sherryfässer aus dem alten Fasskeller der Distillery ausgewählt und im Jahr 2015 abgefüllt. Ich verbürge mich für die hohe Qualität meines Single Malt Whiskys John Grant. Import klassischer Produkte, Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen. Für die wurde der Whisky hier abgefüllt. Also, ihr habt es gehört, ganz besondere Oloroso Sherryfässer. Hört ihr da jetzt schon ein bisschen Kritik? Ja, die hört ihr, weil Glenfarclas, und das ist bekannt, füllt sehr, sehr viel Refill ab. Der normale 15-Jährige hat einen extrem hohen Anteil an Refill-Fässern. Das merkt man schon an der Farbe, das sieht man leider auch hier. 15 Jahre in einem Oloroso Sherryfass und mehr als ein heller Goldton ist nicht drin. Schauen wir mal. Da steht hinten drauf besondere Sherryfässer. Ja, da verbirgt sich einer dafür. Ziemlich leicht. Der Alkohol kommt durch, die 46 Volumenprozente riechen ein bisschen nach Anis. Hat so einen kühlenden Einfluss. Aber das Anis kann auch aus den Sherryfässern kommen. Bisschen Getreide, Malz. Hat aber so einen herben Touch. Hier ist eine gewisse Süße drin. Diese gewisse Süße würde ich aber eher der Fruchtigkeit zuordnen. Was ich hier habe, ist aber auf keinen Fall dunkelfruchtig, wie man es bei einem Oloroso Sherryfass meinen könnte. Nee, das ist helle Frucht, frische Frucht. Stachelbeere, Birne, sowas in die Richtung. Also sehr, sehr leicht. Geht schon, ist schon sehr vergleichbar mit dem normalen 15-Jährigen. Ich finde hier rein Gott nichts von den Charaktereigenschaften, die so ein Oloroso Sherryfass, wenn es ein bisschen fitter ist, an den Whisky abgibt. Nichts. Tja, mal gucken, ob er mich geschmacklich überzeugt. Slange. Ja, und krassen Antritt hat er, richtig krasse Ingwer-Schärfe. Boah. Antritt hat er. Und dann dezent Fruchtigkeit, könnte ein Pfirsich sein. Muss aber nicht. Könnte auch die Birne sein. Bisschen Getreide, das sich da vermischt. Bisschen auch Bitterkeit da, sowas wie die Birnenschale, daran erinnert es mich. Eiche ist auch präsent, sollte nach 15 Jahren schon so ein Stich Eiche da sein. Der ist da, hat aber einen trockenen Touch. Der Geschmack passt aber zur Nase, ist auch recht einfach. Und auch nichts so
Sherry-typisches. Jetzt im Finish habe ich noch so ein bisschen Pfirsich, so kennt ihr von Haribo diese Gelee-Pfirsiche? Das habe ich hier gerade. Ja. Also, der erste Antritt mit dem Ingwer war krass. Ja. Hat was. Und jetzt die Gelee-Pfirsiche, der Pfirsiche. Pfirsiche. Das hat mir gefallen, der Rest nicht so. Also, hier hat man genauso viel Refill-Fässer, mehrfach befüllte Oloroso-Sherry-Fässer abgefüllt wie beim 15-Jährigen. Ich frage mich nur, was das soll, warum man da so ein Tamtam macht. Extra draufschreibt besondere Fässer, wenn es dieselben ausgelutschten Fässer sind wie beim normalen 15-Jährigen. Also für was muss ich da 10 € mehr ausgeben? Wegen der Dose? Erschließt sich mir nicht. Ja, kommt nichts mehr dazu. Bisschen Vanille vielleicht jetzt noch. Aber er ist recht eindimensional. Ja, der Ingwer kommt noch. Oder sagen wir mal so, der riecht jetzt nach Ingwer und nach Vanille. Rest weg. Ja, der Antritt, der hat was, der gefällt mir. Ja, diese Schärfe, das ist jetzt keine alkoholische Schärfe, unreife Schärfe, es ist eine würzige Schärfe. Malzigkeit, die Birnenschale, ja, jetzt beim zweiten Mal ist die Bitterkeit deutlicher, aber jetzt nicht krass. Also wer auf bittere Whiskys nicht steht, der muss jetzt hier nicht verzichten. Ja, wenn er denn auf Refill steht, muss er zugreifen. Ne? Bisschen Eiche ist da, die diesen bitteren, ja, diese leichte Bitterkeit mit in den Abgang zieht, leichte Trockenheit ist da. Und dann nochmal die Gelee-Pfirsiche, die da ganz nice nochmal am Ende sind. Ja, wie bringe ich es auf den Punkt? Gefällt mir nicht. Ist wirklich, ich muss leider sagen, der schlechteste Glenfarclas, den ich bisher im Glas habe. Und ich finde es eigentlich nur traurig, dass man hier schreibt, ganz besondere Sherryfässer aus dem Familienkeller. Und der verbirgt sich ja auch noch davor. Und ich finde, die Fässer waren toter als tot. Die waren noch toter als beim normalen 15-Jährigen. Ist ja an sich nicht schlimm, aber wie gesagt, die gehen hier wirklich hausieren mit den feinsten Oloroso Sherry-Fässern und ich finde hier gar nichts von Oloroso Sherry. Deswegen ist das Ding hier eigentlich eher ein Blender. Nee. Muss nicht sein. Ne? Die 10 € Mehrpreis zum 15, normalen 15er ist ja nicht wert, der normale 15-Jährige. War schon sehr eindimensional. Ja? Haltet euch an den 18-Jährigen, da gibt es wenigstens 1 Liter für vernünftiges Geld. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Erfahrungen mit dem Kollegen hier. Vielleicht ist ja jemand dabei, der da wirklich was ganz Tolles rausgerochen oder geschmeckt hat. Ich habe leider nichts gefunden. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!